One Piece Kapitel 1020 ist endlich draußen und es wird jetzt immer klarer, wie es weitergeht im Kampf gegen Kaido. Ruffy ist wieder auf den Beinen, mehr oder weniger. Wir kriegen das Ausmaß der krassesten Zoan-Früchte überhaupt gezeigt mit dem Kampf von Kaido und Yamato. Und außerdem kriegen wir eine der besten Robin-Kämpfe aller Zeiten. Bevor wir aber anfangen, muss ich einmal kurz erwähnen, Leute, ich hab's gesehen. Ich hab die Theorie von Ohara gesehen, eine sehr gute One Piece-Theorie, muss ich sagen, die auch schon länger rumkursierte. Jetzt hat sie einen YouTuber mal richtig in guter Videoform zusammengefasst und ich habe noch nie so oft irgendwas geschickt bekommen wie diese Theorie in den letzten Tagen. Deswegen für euch als Info, es wird dazu die Tage ein Video kommen, wo ich mal meine Meinung über diese Theorie preisgebe und mal ein bisschen ausschweifender darüber rede. Denn ich gehe auf eure Wünsche ein. Deswegen geht auch auf meinen Wunsch ein, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit dem Chapter nach dem Intro. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Und das Kapitel 1020 fängt auch direkt damit an, dass wir den Kampf zwischen Yamato und Kaido sehen, welcher richtig gut umgesetzt ist, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr, wie der choreografisch jetzt aufgebaut ist, was für Angriffe die benutzen. Optisch erstmal die Frucht, die optische Darstellung der Frucht von Yamato gefällt mir richtig, richtig gut in der Hybridform. Denn Yamato hat die Teufelsfrucht, Hund-Hund-Frucht Typ Makami. Eine mystische Zoan-Frucht. Hier haben wir es erfahren jetzt in diesem Chapter. Und dieser Makami-Wolf war wohl irgendwie der Wächter von Wano ursprünglich. Es ist wohl ein Gerücht oder eine Legende, aber diese Frucht ist dafür da, um eigentlich Wano Kuni zu beschützen. Und darüber unterhalten sie sich halt. Kaido sagt die ganze Zeit, warum hast du jetzt gerade diese Frucht? Sie hat sie halt aus Versehen gegessen, weil sie Hunger hatte. Sie will ja so ein Möchtegern-Oden sein, das sagt hier Kaido auch. Sie will die Welt umreisen, deswegen ist es schlecht für sie dann die Wächterfrucht zu haben. Ein Wächter, der die ganze Zeit auf Wano bleiben sollte. Und das fordert Kaido halt von ihr. Kaido will die ganze Zeit, dass sie auf Wano bleibt, dass sie Wano Kuni verteidigt und so weiterführt, wie Orochi es angefangen hat mit den ganzen Waffenfabriken und alles. Aber Yamato ist sich sicher, sie will Wano Kuni öffnen. In die Grenzen, die will den Samurai helfen, sie will ihren Vater Kaido zurückschlagen und dabei benutzt sie halt auch krasse Angriffe, wie zum Beispiel, dass aus ihrem Mund so ein riesen Flammenstrahl kommt, den Kaido direkt dann auch nachmacht, beziehungsweise den konnte er schon vorher mit seinem Poro Breath und die beiden treffen sich in der Mitte und es sieht so ein bisschen aus, dass diese Früchte so ein bisschen wie Yin und Yang sind, wenn man sieht, wie diese Angriffe sich treffen von Kaido und Yamato. Hier sieht es erstmal ziemlich ausgeglichen aus, ich denke aber auf jeden Fall, dass Kaido ihr um Längen voraus ist. Sie sagt ja selber, dass sie ihn nur aufhalten will, trotzdem ein vielversprechender Kampf, ich bin gehypt darauf, auch im Anime erst zu sehen endlich. Doch jetzt kommt der Szenenwechsel zu Nico Robin und Brooke. Nico Robin kriegt hier erstmal alte Bekannte zu sehen. Erstmal ihre Mutter, Professor Kleeblatt und Hakwati Sauro. Sozusagen die drei Personen aus ihrer Vergangenheit, die ihr am wichtigsten waren, sieht sie vor sich komplett und sie reden zu ihr und sagen, oh, groß bist du geworden, Nico Robin. Sie hat sogar Tränen in den Augen und dann rennt sie auf sie zu und man weiß natürlich als Leser schon, ja, das ist eine Falle von Black Maria, irgendeine Illusion und so. Aber Nico Robin scheint hier erstmal so drauf reinzufallen. Tränen in den Augen, läuft wirklich mit ausgebreiteten Armen auf die zu, will diese Leute umarmen. Und Brooke ist auch schon gut am Schreien, dass sie nicht weitergehen soll. Aber dann Nico Robin, klug wie sie ist, hat sie es gecheckt, beziehungsweise so nur vorgespielt, dass sie es den abkauft. Und da haut sie dann einen Angriff raus, der die komplett weghaut, die drei Leute. Das sind nämlich drei Verbündete von Black Maria, die auch so schlangenartig aussehen. Zumindest zwei davon haben Schlangen-Smile-Früchte gegessen. Und die große Person, die sich in Hakwati Sauro verwandelt hat, war ein Numbers. Also hat Black Maria hier auch ein Numbers unter sich und Robin hat diesen Numbers besiegt. Endlich sehen wir das mal wieder. Viele haben schon gedacht, oder hat die Numbers vergessen, diese Riesen, diese Antiken. Aber wir sehen's. Nico Robin hat hier auch einfach Numbers mal eben so mit einem Angriff weggehauen. Und dann laufen sie weg und Black Maria hinter denen her. Sie ist so riesig, sie hat diesen Spinnenunterkörper. Und Black Maria greift die beiden auch an mit ihrer Waffe, diesen Wanjudo, diesen Stab mit dem Gesicht dran, wo überall Flammen noch rauskommen. Und dieser Stab hat eine Hundesmile-Teufelsfrucht gegessen, womit Black Maria auch den ganzen Boden anzündet. Und da können sich natürlich Robin und Brooke aber vorretten. Und Brooke scheint hier natürlich auch. Er macht seinen Angriff mit dieser kalten Seele durch diesen Stab, der brennt und kriegt diesen so mit ausgeschaltet. Der ist erloschen und fällt sofort tot um, weil die Seele von Brooke so kalt ist, dass er einfach davon sofort gestorben ist. Das ist echt krass. So, und dann kommt Black Maria, macht sich lustig über Sanji, dass er um sein Leben gefleht hat und da gerufen hat, dass Robin ihn retten soll. Da macht Black Maria sich jetzt lustig und Robin verteidigt ihn. Brooke kümmert sich um die Überbleibsel und Robin kriegt jetzt Black Maria und sie macht einen Angriff, wo sie sich selber als Klonen sozusagen mit ganz vielen Armen fast schon wie so ein Buddha sich darstellt und viel größer wirkt noch als Black Maria. Das zeigt für mich einfach, wie krass Nico Robin inzwischen geworden ist, dass sie sich komplett als Klonen darstellen kann, als Riesenklon von sich selbst mit mehreren Armen, wo es ja vor dem Timeskip auch noch einzelne Gliedmaßen eher waren, kann sie sich jetzt schon komplett darstellen fast. Und dort nennt sie halt auch Sanji jetzt die Flügel des Piratenkönigs. Aber wir wissen nicht, wie es ausgeht. Es sieht so aus, dass Robin jetzt einen krassen Angriff macht, aber der Kampf geht noch weiter. Es wurde noch nicht beendet. Wir haben jetzt den Schwenker in ein anderes Geschehen erstmal, aber trotzdem denke ich, war es das jetzt
jetzt erstmal im Großen und Ganzen mit einem Black Maria Robin Chapter kampftechnisch. Das war das größte Stück in dem Kapitel selbst, dieser Kampf zwischen denen. Und ich denke, wir sehen zwar nochmal hier und da ein paar Panel und auch wie Robin den Kampf letztendlich finisht, aber absolut geil gemacht mal wieder. Die Kämpfe auf Onigashima überraschen mich immer mal wieder und das ist auf jeden Fall auch einer davon. Hätte ich nicht gedacht, dass mir ein Robin-Kampf mal so gefällt. So, jetzt sehen wir in Wano am Tokage-Hafen Ruffy liegt. Das U-Boot von Law mit seinen Leuten ist an diesem Hafen jetzt angelegt und Ruffy liegt dort immer noch auf dem Boden. Er hat die ganzen Vorräte aufgegessen von den U-Boot, die Crew noch hatte, aber es reicht nicht. Er hat alle Vorräte aufgefressen, aber diese Energie, die er jetzt bekommen hat dadurch, reicht nicht mal, um aufzustehen, so heißt es hier. Also es ist wirklich abhängig davon, wie viel und was Ruffy isst und wie er sich danach fühlt. Also viel Essen ist schon fast wie eine Sensu-Bohne für Ruffy. Und die reden ja auch nochmal darüber, wie die es geschafft haben, Ruffy zu finden, dass die einfach die Stimme unter Wasser gehört haben, was schon fast wie ein Wunder wirkt, dass sie ihn dort geborgen haben, noch jetzt das U-Boot. Und das ist für mich auch noch ein komplettes Mysterium. Ruffy war bewusstlos. Er ist bewusstlos von der Insel gefallen, von Onigashima ins Wasser, wo er sich nicht mehr rühren kann als Teufelsrundnutzer. Aber er hat gezielt Leute angesteuert mit seiner telepathischen Stimme, wie zum Beispiel Momo, dass das schaffen wird zu 100%. Und das U-Boot halt, dass er da ist, die haben seine Stimme gehört. Also da frage ich mich, was war das? War das Königshaki? War es die Stimme des Universums? War es irgendeine andere höhere Fähigkeit, die Ruffy benutzt hat? Und woher kann er das? Oder war das so ein Überlebensinstinkt, der in Ruffy steckte, den er dann benutzt hat? Das kam einfach aus ihm raus. Weil es wirkte ja so, dass Ruffy das auch zum ersten Mal benutzt hat, diese Fähigkeit. Trotzdem, Momo ist natürlich am Heulen. Kinemon, Kiko sind alle vor ihm gestorben. Und Ruffy sagte zu ihm, hör auf jetzt zu heulen, es ist noch nicht die Zeit, wir müssen Kaido noch weghauen. Hör noch nicht jetzt auf hier zu belieben. Komplett kalt ist Ruffy hier noch. Was aber auch zu Ruffy passt, dass er sich jetzt noch nicht auf solche Emotionen einlässt, sondern eher das Ziel vor Augen hat. So, und dabei, wo sie sich unterhalten, werden sie beobachtet von Karibu. Und da frage ich mich, was will Oda uns hiermit sagen? Karibu, ein Logia-Nutzer, der eigentlich ja zu der Allianz gehörte, den sie mit aus Udon befreit haben, der auf einmal verschwunden war, aber jetzt wieder hier am Hafen aufgetaucht ist. Also der war nicht mal auf Onigashima, der hat sich einfach nur verpisst. Das ist so ein bisschen dieser Buggy in diesem Arc oder so. Keine Ahnung, der Verpisser, der hier auch den Gedanken hat. Wir sehen seine Gedankenblase. Der erzählt hier sich selbst, dass wenn Ruffy das jetzt nicht schaffen sollte, wird er niemals von dieser Insel runterkommen. Scheiße, dann muss er sich Kaido anschließen, so mäßig. So denkt er schon. Also da frage ich mich, was hat der für eine Rolle? Ich glaube, er wird noch eine wichtige Rolle haben, als wie wir alle denken oder als wie er auch noch denkt, als Logia-Nutzer. Aber ich frage mich trotzdem, was Oda hier aufbaut mit dem, weil es ist ja eigentlich gar nicht jetzt so ein krasser Charakter oder so. Aber dass der jetzt hier nochmal am Ende auftaucht und die beiden beobachtet, ist auf jeden Fall zu erwähnen und da muss er sich auf jeden Fall auch dran erinnern. Und dann sehen wir ein richtig geniales Panel, wie Ruffy auf dem Rücken liegt, den Arm nur noch zum Himmel streckt, mit dem Finger drauf zeigt, auf die Insel, auf Onigashima, die fliegende Insel, die über den ungefähr ist. Und er sagt zu Momo, bring mich da hoch jetzt, verwandle dich in deine Drachenform zurück und fliege mich da oben hoch zu Kaido, ich will kämpfen. Wo alle erstmal entsetzt sind, wie Ruffy jetzt sowas sagen kann. Und wir sehen hier Shinobu, Momo, Pinguin und Ruffy. Und ich bin gespannt, will Ruffy jetzt wirklich da hoch, ohne noch was zu essen? Will er nicht vorher nochmal irgendwie in einem Dorf von Wano unten auf dem Festland vorbeigucken, irgendwo, dass die alten armen Dörfer ihnen vielleicht irgendwas noch geben, die letzten Nahrungsmittel, die sie haben, ihnen vielleicht noch geben oder sowas? Weil Ruffy ist so schwach, er kann kaum seinen Arm heben. Wir sehen da so Zitterlinien, nur dass er seinen Arm nicht isst, ist er schon komplett am Zittern. Deswegen, der braucht auf jeden Fall noch eine dicke Ladung fressen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es gibt Sonntag auch noch den Chapter-Stream. Dort reden wir nochmal in dem Stream über das Kapitel, wie es jetzt weitergeht, komplett. Deswegen schaltet ein. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Bewertet ruhig das Video. Ciao und tschüss, euer Theo.